Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Konrad Adenauer. Wer Berlin zur neuen Hauptstadt macht, schafft geistig ein neues Preußen. Die Erfahrungen sind wie die Samenkörner, aus denen die Klugheit emporwächst. Es gibt zwei Wege für den politischen Aufstieg. Entweder man passt sich an oder man legt sich quer. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn zwei Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide nichts. Ich bin, wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Ist es nicht schrecklich, dass der menschlichen Klugheit so enge Grenzen gesetzt sind und der menschlichen Dummheit überhaupt keine? Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst. Die 10 Gebote Gottes sind deshalb so eindeutig, weil sie nicht erst auf einer Konferenz beschlossen wurden. Lüge nie, denn du kannst ja doch nie behalten, was du alles gesagt hast. Mit kleinen Jungen und Journalisten soll man vorsichtig sein. Die schmeißen immer noch einen Stein hinterher. In der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen. Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. Jede Partei ist für das Volk da und nicht für sich selbst. Man darf niemals zu spät sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Man braucht nicht immer denselben Standpunkt zu vertreten, denn niemand kann einen daran hindern, klüger zu werden. Unser Ziel ist es, dass Europa einmal ein großes, gemeinsames Haus für die Europäer wird, ein Haus der Freiheit. Einfach denken ist eine Gabe Gottes. Einfach denken und einfach reden ist eine doppelte Gabe Gottes. Wenn man nach 1 Uhr nachts trinkt, sagt man Dinge, die sich herumsprechen und die man später bereut. Es gibt zu wenig Zivilcourage, und die meisten verbergen ihre wirkliche Meinung. Wer sich zum Ärger hinreißen lässt, büßt für die Sünden anderer. Die Krankheit unserer Zeit ist der Perfektionismus. Die Politiker leiden fast alle unter Mangel an Mut. Durch ein Unterlassen kann man genauso schuldig werden wie durch Handeln. Es ist eine große Kunst, nicht über Dinge zu reden, von denen man nichts versteht. Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. Es ist sehr merkwürdig, welche Veränderungen in einem Menschen vorgehen, wenn er auf einem Ministersessel sitzt. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.
Sich ärgern heißt, sich für die Fehler anderer zu bestrafen. Deutschland ist eines der am wenigsten christlichen Länder Europas, und in Berlin fühle ich mich wie in einer heidnischen Stadt. Der Sport ist der Arzt am Krankenbette des deutschen Volkes. Nur wer innere Ordnung hat, hat innere Kraft. Notlügen gibt es nicht. Man ist immer in Not. Also müsste man immer lügen. Ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken. Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn, wenn er der Zukunft dient. Es kann mich niemand daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Ich bin diktatorisch, nur mit stark demokratischem Einschlag. Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Alle menschlichen Organe werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht. Die Rose ist so etwas Schönes, dass auch der wahnsinnigste Züchter sie nicht verderben kann. Man muss die Dinge so tief sehen, dass sie einfach werden. Völker kann man nicht auf die Couch eines Psychoanalytikers legen. Eine so große Couch gibt es nicht. Gelegentlich führt uns erst ein Fehler auf den richtigen Weg. Der beste Boden für die Saat des Kommunismus ist Not und Hoffnungslosigkeit. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.